Ja, als erstes fragen Sie sich wahrscheinlich, ja, Moment mal, ist das denn überhaupt durchführbar? Das heißt also, kann man dieses Gleichungssystem überhaupt lösen? Naja, also Sie sehen sofort diese einfache, ups, so sollte ich es machen. Ja, genau. Dieses einfache Gleichungssystem, diese einfache Matrix ist schwach diagonaldominant. Und nach unseren Bemerkungen aus der linearen Algebra ist damit diese Matrix auch invertierbar. Und ja, das heißt, das Gleichungssystem ist tatsächlich auflösbar. Okay, das ist schon mal prima. Das heißt, also, wir können y1 bis yn-1 tatsächlich ausrechnen und die Inverse von LH, also LH hoch minus 1, existiert tatsächlich. Aber das Ausrechnen reicht uns natürlich nicht. Wir wollen zeigen, dass das Ganze konvergent ist. Und nochmal, wie hatten wir unsere Konvergenz eingeführt? Wir wollten, na, ich mache hier mal einen Strich. Wir wollten, dass die Norm von, dass die Norm von yh minus y eingeschränkt auf ih gegen 0 geht. Ja, und y nochmal zur Erinnerung, yh ist der Vektor unserer Näherung und y eingeschränkt auf ih ist der Vektor unserer Auswertung, der Vektor der Auswertungen unserer echten Losung y auf unserem Gitter. Okay, das yh können wir jetzt natürlich schreiben als lh hoch minus 1 mal fh minus y eingeschränkt auf ih. Okay, ich möchte das lh hoch minus 1 rausziehen und dann ist das zumindest mal kleiner gleich der Norm von lh hoch minus 1 mal fh minus lh mal y und das ziehe ich hier sofort raus. Fh minus fh minus lh. Ja. Es ist ein bisschen heiß und dann fängt mein Rechner immer an zu spinnen. Minus lh angewandt auf y eingeschränkt auf ih. Okay, diesen Term wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, und zwar diesen zweiten Teil da vorne. Das y eingeschränkt auf ih, naja, das ist die echte Lösung, ausgewertet auf den Gitterpunkten. Das lh ist unsere Diskretisierung. Das heißt, was machen wir da? Wir setzen die echte Lösung ein in die Diskretisierung. Ja, genau das haben wir als Konsistenz bezeichnet. Ja, das, genau das haben wir bei den Anfangswerten als Konsistenzfehler bezeichnet. Wir setzen die echte Lösung in die Gleichung, in unsere diskretisierte Gleichung ein. Und insofern definieren wir uns tatsächlich das hier vorne auch als den Konsistenzfehler. Okay, ist das konsistent, was wir hier haben? Naja, schauen wir mal, was da passiert. Und ich gehe mal zurück zu unserer Motivation. Und da sind wir mal angefangen hier vorne mit minus y2' von tk gleich f von tk. Und dann haben wir das hier vorne geschrieben als minus y von tk minus h und so weiter. Sie können selber lesen, plus groß O von h Quadrat. Wenn Sie sich das hier anschauen, das ist tatsächlich jetzt genau unsere echte Lösung y eingesetzt in unsere Diskretisierung. Das heißt, das ist genau dieser Teil lh mal y eingeschränkt auf ih, dieser zweite Teil, den wir gerade da stehen hatten. Und das ist gleich f von tk plus ein Groß O von h Quadrat. Mit anderen Worten, das, was wir hier vorne stehen haben, das fh minus lh y mal ih, das ist ein Groß O von h Quadrat in jeder einzelnen Komponente. Das heißt, für unser Beispielproblem ist dieser Fehler, den wir da vorne stehen haben, dieser Konsistenzfehler tatsächlich ein Groß O von h Quadrat. Bezüglich der unendlichen Norm, sage ich nochmal, in jeder einzelnen Komponente, eigentlich sieht es für die zwei Nummern ein bisschen anders aus. Okay, können wir jetzt folgern, dass der ganze Term da vorne, dass der ganze Term hier gegen 0 geht? Nee, können wir nicht, denn hier vorne haben wir blöderweise dieses lh hoch minus 1 und das könnte ja gegen unendlich gehen und dann hätten wir keine Konvergenz gegen 0.
Das heißt, wir haben so eine Bedingung, naja, wenn dieses LH hoch minus 1 beschränkt bleibt, dann haben wir hier tatsächlich eine Konvergenz, dann geht dieser ganze Term hier vorne gegen 0 und sogar mit derselben Ordnung, wie hier vorne der Konsistenzfehler gegen 0 geht. Das heißt, unsere Bedingung wäre, dass das hier beschränkt bleibt. Ups. Das sollte beschränkt bleiben. Okay, wenn das beschränkt ist, dann haben wir tatsächlich unseren alten Satz wieder zurück. Aus Konsistenz folgt Konvergenz. Und naja, das haben wir bei den Mehrschrittverfahren dann schon mal Stabilität genannt. Das heißt also, wir definieren wie folgt ein Differenzenverfahren. Zur Lösung eines Randwertproblems, zur Lösung dieses Randwertproblems, wir haben uns nur dieses Beispiel angeschaut, heißt stabil. Falls LH hoch minus 1 beschränkt ist, unabhängig von H. Okay, und wenn das der Fall ist, naja, dann folgt tatsächlich aus Konsistenz, definiert wieder oben, sofort die Konvergenz. Das heißt also, wir können sofort den Satz folgern. Falls das, also Stabilität, falls ein Verfahren stabil ist, so folgt aus Konsistenz sofort Konvergenz. Ja, und da haben wir jetzt alle unsere alten Sachen aus den Anfangswertaufgaben wieder eingebracht und wir haben auch insbesondere unseren alten Satz aus den Einschrittverfahren und Mehrschrittverfahren hier wieder übertragen auf diese Randwertprobleme. Okay, gut. Problem ist natürlich, ich muss jetzt zeigen, dass dieses LH hoch minus 1 tatsächlich, tatsächlich beschränkt ist. Und im Allgemeinen ist das relativ schwierig. Wir werden nachher für die unendliche Norm das tatsächlich mal nachrechnen. Es gibt einen Fall, in dem es sehr, sehr einfach ist. Und genau den schauen wir uns hier an. Nämlich, wir haben ja eine sehr einfache Matrix da oben stehen. Ja, also diese Matrix mit 2 auf der Hauptdiagonalen, minus 1 auf der Nebendiagonalen. Die Matrix ist positiv semidefinit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir haben es in den Übungen nicht gemacht, aber man kann tatsächlich sehr einfach für diese Matrix mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen alle Eigenwerte und alle Eigenfunktionen ausrechnen. Ich tue das zum Beispiel in meiner Vorlesung über numerische Analysis. Uns bringt das hier nicht allzu viel. Und deshalb sage ich einfach nur mal, man kann das tun. Und ein wesentliches Ergebnis ist, dass alle Eigenwerte Lambda K von LH erfüllen, dass Lambda K ist größer gleich 4. Und einfach durch Nachrechnen. Ne? Also man rechnet die wirklich einfach alle aus und sieht dann, okay, die sind alle größer gleich 4. Das heißt also insbesondere die Eigenwerte von LH hoch minus 1 erfüllen, ja, das sind die Lambda K hoch minus 1 und die sind kleiner gleich 1 Viertel. Okay, wenn das so ist, dann wissen wir aber, die 2-Norm von LH hoch minus 1, was ist das? Naja, das ist der Spektralradius von, die Wurzel aus dem Spektralradius von LH transponiert mal LH hoch minus 1 transponiert mal die, sind die Eigenwerte von LH hoch minus 1 transponiert mal LH hoch minus 1, aber
Naja, dieses LH und damit auch LH hoch minus 1 ist symmetrisch, ja, wie wir es hier vorne stehen. Und für symmetrische Matrizen hatten wir gezeigt, naja, da ist die 2-Norm einfach nur der betragsmaximale Eigenwert. Von LH hoch minus 1, LH hoch minus 1, also Rho von LH hoch minus 1. Und naja, wir sehen hier, wir haben jetzt gerade gesehen, ja, die Eigenwerte liegen natürlich alle, weil die Matrix positiv und semidefinit ist, sind die Eigenwerte alle größer gleich 0. Das heißt also, die Beträge liegen zwischen 0 und 1 Viertel. Das heißt also, die Norm von LH hoch minus 1 ist kleiner gleich 1 Viertel. Okay. Und das heißt, unabhängig von H ist die Norm von LH hoch minus 1 in der 2-Norm beschränkt. Und das heißt also, wir haben tatsächlich hier vorne eine Konvergenz bezüglich der 2-Norm. Jetzt habe ich aber schon mehrmals gesagt, okay, jetzt können wir das für die 2-Norm beweisen. Das heißt, dieses Verfahren ist konvergent für die 2-Norm. Aber das interessiert eigentlich wirklich niemanden, sondern man möchte natürlich eine Konvergenz in der Unendlich-Norm erreichen, auch Fehlerabschätzungen in der Unendlich-Norm erreichen. Und da müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen.